Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und wir werden jetzt mal den Schrecken des Deimos angreifen. Ja. Ich wollte gerade irgendwas Schlaues, Lustiges, was weiß ich sagen. Aber da, ja, da bin ich zu doof zu. Warten natürlich, ja, Nebel, wobei. Dann treffen die Fernkämpfer nicht so gut. Mein PC macht gerade komische Geräusche. Ich hoffe, man hört es nicht. Egal, wir warten mal ein bisschen. Ja, komm. Machen wir bei trocken. Uiuiui. Uiuiui. Wir könnten natürlich ziemlich genial hier. Ach komm. Hier über den Berg schnabulieren. Schnabberadatsch. So. War verflucht. So, aber ja, Rennen braucht ihr jetzt nicht, ne? Ich glaube nicht, dass der jetzt da hochsteigt. Ich meine, ich greife hier an. Und ja, dementsprechend wird er da unten warten. So einen Berg bräuchte man mal, wenn man... Oh, 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 oh. Tja. Er greift anscheinend doch an. Gut. Also. Erschmann. So. Ich werde jetzt... nicht in der Pause... lenken, weil das ist ein bisschen cheaten. 4 5. Gut. Verdammt. Du kannst in den Rücken angreifen. Hier geht jetzt wieder ein bisschen vor. So, du schnabulierst mal da hoch. Ihr schnabuliert mal dahin. Ah, das sind die Dinge, ja, okay. Seid ihr mal fertig da? Gut. Zum Befehl! Befehle? Wie ihr befehlt!
So. Wo seid ihr? Da seid ihr. Okay. Aber das passt ja. Gut. Die Kavallerie ist ein bisschen dösig. Die wird jetzt mal die da verfolgen. Aufmuntern. Ich erwarte eure Befehle. Speerinfanterie zu eurem Dienst. Spartanische Piken. Bürgerkompanie. Ich erwarte eure Befehle. Was macht ihr denn da? Drüben kommt man ja wieder zurück. Die Krieger wollen Blut. Die sind ja immer noch dabei. Ah, hier, ja, doch. Hier ist es ganz gut. Sehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Auf Linken! Kommt eine Balance! Der Infanterie bereit! Spartane! Spartanische Piken! Verstückelt sie! Ja, Kommandant! Also, wo sind die? Da sind die. Unser General wird angegriffen! Soll ich, greife die dann auch mal von hinten an, damit der endlich weggeht. Bereit zum Einsatz. Sparta! Kommandant, zu Befehl. So, Kavallerie, komm mal mit. Und macht jetzt mal mit denen zusammen so einen fetten Hammer-Keil. Sind schon müde, vor allen Dingen der Ansturm. Der Ansturm auf, also den Berg hinauf ist halt sehr, sehr anstrengend. Ja, aber der hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Bisschen hat er mich wirklich überrascht. Den General nehme ich natürlich auch mit. Wo ist der General? Oder ist er schon tot? Ja. Also. Gut. 400 Verluste, das ist in Ordnung. Also vor allen Dingen nur 5 Leute selbst gekillt. Das ist völlig in Ordnung. So. Versklaven wir mal.
So, da sind noch ein paar übrig. Den mache ich zum... auch zum Strategen. Ich glaube, ich habe... die Kommandanten sind jetzt nicht mehr ganz so dabei. Den brauche ich was sehr vorschichteln gerade. Ah, das da. Vier Runden noch. Acht Runden. Ah, ich muss mal die Forschung ein bisschen pushen bei mir. Die da können die Stadt jetzt eigentlich angreifen. Ja, automatisch. 90. Gut. Da bin ich sogar schon ein bisschen aufgestiegen. Ja, königliche Kaserne will ich ja, will ich eigentlich auch pushen. Hier pushe ich mal die Forschungsrate. Hier habe ich Forschungsrate. Da mache ich auch Forschungsrate und der da wird jetzt von dem Kleinen da bedrängt. Kapitulation, zwei Runden nur. Was ist das denn? Wie viele haben die denn? 11. Hm. Und der hat die. An sich könnte ich sogar versuchen, den anzugreifen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kavalleristen er hat, deswegen mache ich es erstmal noch nicht. Wenn ich nächste Runde mit dem angreifen kann, ist gut. Wenn dieser unnette Typ noch irgendwas macht und den eben davon abhält. Ja, werde ich das so machen, dass ich da mit der Garnison den angreife. Ich habe hier einige... das ist natürlich gut. Ich habe hier noch einige Agenten, die ich machen kann, weil ich ja gerade aufgestiegen bin vom Rang her. Der hat keine. Okay, super. Dann kann ich hier einen Veteran bauen oder einen Held. Einen Held bauen, ja. Da habe ich mich doch glatt verklicktet. Den tue ich. Den rekrutiere ich und dann schauen wir mal, wie es gerade aussieht. 9%, das ist natürlich super. Die mögen uns fast nicht, ja, aber fast nicht ist fast ganz. Forschungsrate. Okay. So, dann wollen wir mal schauen, was die nächste Runde bringt. Gelle, gelle, gelle. Und... achso, ja klar. Da habe ich das doch glatt vergessen. Geheimaktion. Das sind alles Level 1er.
Also Geheimaktion ist an sich auch geil, weil da bekommt man Chance, den feindlichen Agenten zu töten oder verwunden. Ja, ja, schön. Da, der geht natürlich dahin. Super gut. Die Garnison kannst du haben. I don't really care. So. Da sind wir auf jeden Fall schon mal an unseren Verbündeten dran, was sehr praktisch ist. Die Liebe zum Gold weckt das Böse im Menschen. Gebt uns euer. Ja. Also, ja, den Norden wollen wir ja eh nicht haben. Den Nordosten Richtung China. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mich, ich glaube nicht, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Schutzbündnis mit denen, also wenn er Militär oder Klientel. General, Agent festgenommen. Das ist ja echt krass, dass der da noch geblieben ist. Das verwundert mich etwas. Ja, natürlich geht er genau dahin, wo ich ihn nicht. Ah! Hä? Natürlich. Hä? So. Ja, machen wir automatisch. Also. Wieso sagt er, dass wir so viel verlieren? Was hat er denn? Ein paar Pikiniere. Ja, egal. Ja, der hat die Kavallerie natürlich wieder sehr schlau eingesetzt. Na, ja, egal. Ich meine, bevor ich hier jetzt angreife, werde ich ein bisschen. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Ah. Stimmt, ist ja. Bisschen verpackt. So. Genau, das sind jetzt mal. Ist jetzt mein Klientel. Was Wunderbares, denke ich mal. Hier hat er noch eine Full-Stack-Armee. Da hat er noch eine kleine Flotte. Und sonst war's das mit Pontos, oder? Sonst hat er nichts mehr. Ja, hier oben noch eine kleine Flotte, aber das, ja. Ja, passt. Gut. Seleukiden sind auch winzig geworden. Ja, okay, wir haben sie auch ein bisschen bedrängt. Es, ja, ist halt sehr fies für die Seleukiden. Ein Tipp für euch, wenn ihr Seleukiden spielt, schaut, dass ihr sehr schnell, groß werdet. Nein! Oh Gott. Groß werdet, beziehungsweise die Grenzen sichert. Also in Form von Bündnissen oder einfach kleine Garnisonen hinstellen und so weiter. Weil als Seleukiden hat man das nicht ganz so leicht. Weil vom Osten drücken dann immer die. Ja, jetzt will er sich einpunkten. Also von Osten kommen halt die Baktrier und selten auch die Parther. Oder die Perser, also man hat als Seleukiden einen sehr guten Start, weil man sehr viele Klientel oder Satrapien hat. Die geben einen immer ziemlich gut Geld am Anfang. Aber die meisten kappeln sich kappeln sich dann ab und bekämpfen einen.
Und genau, da muss man immer aufpassen, ne? Wen das interessiert, wie man als Seleukiden anfängt. Der kann das Let's Play von mir und den Jake anschauen. Und da spielt er zum Beispiel Sparta und ich spiele die Seleukiden. Und an sich spielen wir gegeneinander, aber noch haben wir uns nicht berührt. Also der Jake ist, glaube ich, die letzte Folge ist er nach Italien rein und will jetzt langsam auch nach Kleinasien hin. Und ich habe mich hier schon relativ groß ausgebreitet. Was hier auch relativ gut geht, also es sieht oft größer aus, als es ist. Also hier zum Beispiel ist dieses Riesengebiet, sind eigentlich drei Städte, die man einnehmen muss. Und dann hat man schon ein fettes Gebiet. Also ja. Genau. Aber trotzdem, also man kommt sehr schnell voran, wenn man die richtige Strategie führt. Als Spartaner ist es ja da schon nicht ganz so leicht, weil Sparta hat am Anfang keine Chance auf Seehandel. Also auf Handelsroute mit anderen. Und Sparta braucht einen Hafen. Also das heißt jetzt Pella, Apollonia oder Athenai. Oder einen komplett anderen. Und ja, dementsprechend, wenn man das nicht schnell einnimmt. Also ja doch. Das ist ja keiner von uns. Wenn man das nicht schnell einnimmt, dann kann es schon sein, dass es, ja, dass es wehtut. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Ich gebe euch Frieden, wenn ihr es wagt. Wenn ihr es wagt. Nee, eigentlich will ich Pontos schon haben. Eigentlich will ich Pontos schon haben. Hat Pontos bei mir nicht einen General getötet? War das nicht Pontos? Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Okay, Rang erhöht. Kind ist geboren, Militärsabotage. Natürlich ja tot. Sophia, oh je. Die ist nicht mal mehr nach Hause gekommen, die Arme. So. Dann normal. Der hat eine Erfahrung bekommen. Du gehst jetzt mal dahin. Du machst mal hier den da. Du gehst mal hier weiter und eroberst das da. Ja, das ist auch nicht wirklich eine Schlacht. Ja, klar, der hat insgesamt 1300 ungefähr, aber von nicht guten Einheiten. Ja. Das wäre schwer geworden, das zu verlieren, sagen wir so. Du übernimmst jetzt mal Edessa. Und ich würde mal sagen, so zerbricht das mächtige Seleukidenreich. Wenn der Jake jetzt zuschaut, bitte so nicht gegen mich kämpfen, ne? Das macht keinen Sinn. Nee, also als Sparta ist es eigentlich meistens, ja, also es gibt da verschiedene
verschiedene Taktiken. Und normalerweise ist es so, also die sichere Taktik ist erstmal hier Griechenland wirklich zu besetzen, besiegen. Das heißt jetzt mit dem Bündnis zu den Athenern oder ohne. Meistens macht es Sinn ohne, dass man Athen wirklich erobert und da die den Handelshafen bekommt. Und dann macht es eigentlich Sinn, schnell Richtung Asien zu kommen. Weil bis hier eine Fraktion groß wird, dauert meistens länger als im Osten. Und im Osten sieht man jetzt schon, also im Osten gibt es am Anfang viele kleine Fraktionen. Das heißt aber, dass sie sehr schnell platt gemacht werden. Ganz im Norden sind auch viele kleine Fraktionen, aber die sind besser in, also die können damit besser umgehen als der Osten. Und jetzt Lusitaner zum Beispiel, die sind ja jetzt schon ziemlich groß geworden. Im anderen Spiel, bei Makedonien zum Beispiel, wo wir jetzt schon extrem riesig sind, ist Massilia genauso groß, wenn nicht größer als wir. Oder? Also, nee, genauso groß. Sagen wir mal genauso groß. Also, beziehungsweise, er hat ein Viertel von der Karte und ich zwei Viertel. Dann nicht so groß. Aber ich will damit sagen, dass es hier länger dauert, bis jemand größer wird als da drüben. Also hier, der ist ja von... Oh, okay, die Roxalen. Die haben den jetzt angegriffen. Okay, Pater, Roxalen. Okay, Roxalen ist hier eingedrungen. Roxalen ist jetzt auch schon relativ groß. Aber Pater, ist trotzdem ziemlich groß. Warte, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hatte gerade noch 11 und jetzt noch 9 Provinzen. Wir haben 1, 2, 3, 4, bald 5. Ja. Und der da. Hat eine. Zwei. Krass. Sueben. Ja, Sueben ist auch groß. Sueben hat hier eine. Hier fast eine. Hier eine. Hier eine. Und da keine. Okay. Apulia gibt's noch. Alter, das ist ja krass. Gut, mich fasziniert es immer, wie unterschiedlich die Spiele sind. Also, klar, Aufbau, sag ich mal, sind alle Spiele gleich. Also, es gibt verschiedene Taktiken, verschiedene, Bösewichte, sag ich mal, die ein angreifen, bla 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 bla. Und also Bösewichte klingt so bescheuert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und genau, immer je nachdem, wer jetzt besser pusht oder... Warte, da muss ich mal kurz schauen, was ich mit dem mache. Je nachdem, welche Fraktion da mehr pusht und schneller die, schneller mehr Einheiten hat und so weiter, die Fraktion steigt halt dann auf. Und das ist eigentlich selten gleich. Also ich spiele ja das Spiel schon seit... Wir bitten demütig um eine einzige bescheidene Spende, um unserem Volk in einer dunklen Zeit zu helfen. Wow.
Wow. Das werde ich natürlich nicht tun, weil ich gegen die Pater kämpfen will. Weil Pater ist extrem schwierig. Also Pater ist ein sehr starker Gegner. Ein sehr starker Gegner, weil, habe ich ja schon mal erwähnt. Ey, der Agent hat was geschafft. Dieser Pupskopf. Genau, weil die sehr schnelle und leichte Armeen haben. Und meine sind ja sehr schwere Armeen. Deswegen. Etruskische Liga gegen Odrysen. Ja. Ich wollte den eigentlich pushen. Die Etruskische Liga. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Reiter sammeln. Bündnis gebrochen. Rang erhöht, Umsturz. Natürlicher Tod, Politiker. Alter, der hat eine Frau getötet. Können wir auch einnehmen. Ach, die Fraktion ist jetzt weg. Okay. So, die beiden brauchen wir dann nicht. Ach krass. Ich dachte, ich muss jetzt wie immer total lange irgendwo suchen. Ah, okay, ja, Salamis wurde jetzt auch zurückerobert. Okay, da gehe ich nach Antiochia zurück. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Oh, ja, das habe ich letzte Runde vergessen. Ich fürchte, das können wir nicht. Bereit zum Kampf. Für die Götter. Der ist so ein Idiot. Schau mal, also wir haben jetzt 4000 aufgestellt, er hat 1700. Wir haben 200 verloren. Und ja, alles. Ja klar, also wenn er sich eingebunkert hätte, hätte er auch alles verloren, aber er hätte uns mindestens 1000 Einheiten weggenommen. Also mindestens. Weil die Türme sind einfach so krass heftig. So. Gut, als nächstes gehst du nach Lilly Bayern. Und du gehst nach Neapolis. Genau. So, dann würde ich sagen, wieder mit Sperre. Ist hier nie verkehrt. Und hier, genau, das hier. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.